Natürlich. Okay. Hallo, mein Name ist Stefan Wollner. Ich wollte euch einmal die Grundlagen zum Raspberry Pi zeigen, mit ein paar Beispielprojekten. Machen wir das Wichtigste als erstes. Das geht über mich. Wie gesagt, ich bin Stefan Wollner. Ich bin studierter Versicherungsbetriebswirt. Also ich habe sozusagen mit Programmierung, Elektrotechnik, Linux eigentlich normalerweise in meinem beruflichen Alltag nichts zu tun. Ich würde mich selbst als Linux-Anfänger, Schrägstrich Fortgeschrittener bezeichnen. Für die meisten ist es auch immer relativ wichtig, was der Autor oder Moderator für eine Distribution benutzt. Ich selbst nutze normalerweise Linux Mint Cinnamon. Heute nur für euch bin ich sozusagen, wie auch manchmal beruflich, auf Windows unterwegs. Ich möchte euch ja einmal zeigen, wie man denn als Einsteiger ja Linux benutzen kann und eben dafür den Raspberry Pi benutzt. Und da ist es mir persönlich eben ganz wichtig, dass man jetzt nicht direkt von Linux kommt und das voraussetzt, sondern die meisten von euch werden eben von Windows kommen. Deswegen benutze ich das ganz normal auch. Ich selbst bin Hobbybastler, ich habe keine Kinder, aber ich bin stolzer Besitzer einer Schildkröte und diese Information ist für den ganz, ganz, ganz späteren Verlauf von unserer Präsentation sozusagen nochmal wichtig, weil ich zeige euch, wie auch der Titel von dem Vortrag eben sozusagen das Ganze auch schon spoilert, ein paar von meinen Projekten und eben über diese Schildkröte und diese Projekte bin ich persönlich zu Linux gekommen. Ich würde auch als allererstes mal behaupten, warum der Raspberry Pi? Für mich ist es so, der Raspberry Pi ist für mich tatsächlich der einfachste Weg, um Linux kennenzulernen. Die Installation ist im Verhältnis zu einer Installation am Rechner sogar kinderleicht. Also wer schon mal eine SD-Karte benutzt hat, der wird das definitiv auch hinbekommen. Anders wie es mit Partitionierungen von Festplatten und so weiter eben vielleicht sich darstellen kann. Was auch immer ganz wichtig ist, der Wechsel von dem Betriebssystem, das auf dem Raspberry Pi läuft, das behaupte ich jetzt einfach mal, ist innerhalb von einer Minute möglich. Also viel, viel schneller als beim normalen PC, wenn ich da eine Distribution installiere, um eben mehrere Sachen auszuprobieren. Und für mich hat der Raspberry Pi sozusagen die Möglichkeiten, die Linux bietet, ist, viel, viel schneller dargelegt, als wenn ich das Ganze auf einem klassischen Computer genutzt habe. Gut, bevor wir jetzt überhaupt Richtung Linux gehen, ist natürlich zu klären, was ist denn überhaupt der Raspberry Pi? Der Raspberry Pi selber ist ein Einplatinencomputer, also es ist tatsächlich ein richtiger Computer, der einen SoC hat, das nennt sich System on a Chip. In diesem SoC ist die CPU und die GPU direkt enthalten und auch noch ein paar weitere Steuerungsfunktionen. Man kennt, oder die meisten kennen einen SoC in einem Android-Handy. Das sind nämlich auch der Hauptprozessor bzw. die Grafikeinheit auf so einem System on a Chip. Auch vom Handy bekannt ist normalerweise die ARM-Architektur und auch der Raspberry Pi SoC basiert eben auf dieser ARM-Architektur. Der Raspberry Pi selbst ist ungefähr so groß wie eine Kreditkarte, vielleicht ein bisschen größer. Und das Modell, was ihr jetzt hier oder die Bilder, die ihr seht, das sind eben immer meine Raspberry Pis über die Jahre, die ich mir angeschafft habe, beziehungsweise in Projekten verbaut habe. Und jetzt im Moment aktuell seht ihr auf der rechten Seite den allerersten Raspberry Pi. So sah der damals aus. Den werde ich jetzt heute auch gar nicht mehr näher beleuchten. Wir gehen natürlich trotz allem auf die Hardware mal ein. Und zwar, der Raspberry Pi besitzt eben eine CPU wie jeder Rechner und auch eine GPU. Er besitzt unterschiedliche RAM-Größen. Es gibt nämlich unterschiedliche Modelle. Je nach Modell stehen verschiedene Netzwerkanbindungen zur Verfügung, eben WLAN oder Ethernet. Es gibt mehrere Anschlüsse normalerweise bei so einem Raspberry Pi, mit dem man ein Bild ausgeben kann. Das älteste Format ist der Composite-Anschluss, der viele kennen den noch, wenn man nochmal zurückgeht, sozusagen bei diesem
ersten Pi mit dieser gelben Buchse als Cinch-Ausgang. Heute ist dieser Composite eben mit in den Klinkensteckerausgang gekommen. Und es gibt aber auch bei jedem Raspberry Pi ein HDMI als Bildschirmausgabegerät oder Ausgang. Und da ist der einzige Kritikpunkt, bei vielen ist es eben mit einer unterschiedlichen Größe. Die schauen wir uns aber dann konkret nochmal an. Weiterhin gibt es bei dem Raspberry Pi so als wichtigen Punkt eben einen DSI-Ausgang, das ist der Display Serial Interface. Und die Raspberry Pi Foundation, also sprich die, die den Raspberry Pi entwickelt haben und eben auch vertreiben, die bieten dafür auch einen Bildschirm an, den man eben wie bei einem Laptop mit einem Flachbandkabel eben anbinden kann. Und es gibt auch noch einen CSI-Eingang, das ist sozusagen ein Kamera-Serial-Interface. Und dies ist dafür da, um eben eine Kamera, die man anschließen kann, eben anzuschließen und dann eben auch die Bilddaten reinzubekommen. Auch dafür bietet die Raspberry Pi Foundation verschiedene Kameramodelle an, von 1, 2 bis mittlerweile einen relativ hochauflösenden Sensor. Aber das schauen wir uns dann später nochmal an. Gehen wir jetzt erstmal ganz kurz auf die verschiedenen Modelle ein. Das bekannteste Modell, das ist das schnellste und auch das, was eigentlich überall gefragt ist, ist der Raspberry Pi 4 im Moment. Der sieht wie auf dem Bild eben entsprechend aus. Ich habe auch einen von diesen Geräten ergattern können. Im Moment sind sie recht schwer zu bekommen. Aber auch ältere Modelle können zum Testen von Linux ganz normal genutzt werden. Was bietet das Vierer-Modell? Es hat verschiedene RAM-Größen, also man muss sich da sozusagen vorab entscheiden und für eine RAM-Größe sich entscheiden und die dann eben entsprechend kaufen. Und bei dem Raspberry Pi stehen einmal eine 40 pinnige GPIO-Leiste, was das ist, erkläre ich später nochmal, eben zur Verfügung. Zweimal USB 3.0 Ports, zwei USB 2 Ports, ein Gigabit LAN Port. Und hier sind wir auch schon dabei, dass der HDMI-Ausgang, das sind in dem Fall zwei Stück, als Micro-HDMI ausgegeben wird. Das heißt, man braucht, wenn man ein normales Kabel hat, eben einen Adapter. Dafür ist es eben so, dass man zweimal wirklich 4K Bildausgabe haben kann, dann mit 30 Hertz oder wenn man eben nur einen Bildschirm anschließt, einen 4K-Bildschirm, dann mit 60 Hertz. Er hat WLAN und Bluetooth, er hat eben das CSI und die DSI-Schnittstelle und er hat den 3,5 Zoll Klinkenausgang, über den man theoretisch auch ja, Sound ausgeben kann, wenn man es nicht über den HDMI-Port macht. Das ist, wie gesagt, der bekannteste Pi. Er ist ja, recht groß, nenne ich es jetzt einfach mal. Wie gesagt, das ist ein Scheckkartenformat, das ist also immer noch nicht wirklich groß. Aber es gibt auch noch ein kleineres Modell. Und dieses kleinere Modell nennt sich Raspberry Pi Zero. In dem Fall mit W. Das steht einfach nur dafür da, dass dieser auch Wireless hat. Dieser kleine Zwerg hat einen Prozessor, der hat nur einen Kern. Er hat 512 Megabyte RAM. Er hat auch diese 40-polige GPIO-Leiste. Er hat einen Mini-USB-On-the-Go-Port. Das bedeutet, man hat da die Möglichkeit, ein Multiplex anzuschließen oder nennt man es Hub, ein Hub sozusagen anzuschließen und dann eben an diesen Hub eine Tastatur und eine Maus mit ranzubringen. Und diese hat einmal Mini-HDMI als Ausgang, also man sieht schon die zweite Möglichkeit. Die älteren Modelle, das was ich ganz am Anfang gezeigt habe, haben nämlich einen normalen HDMI-Port. Auch er hat eine CSI-Schnittstelle, die ist eben dafür da, um hier auch wieder eine Kamera anzuschließen. Seit neuestem ist eben dieser kleine nicht mehr der aktuellste kleine, sondern es gibt einen Nachfolger und zwar den Zero 2W, also der Modellname ist sozusagen nur um eins erhöht worden. Es hat sich aber signifikant was geändert beim Prozessor und zwar ist man von dieser Ein-Kern-CPU zu einer Vier-Kern-CPU gewechselt. Der RAM beträgt immer noch 512, die Anschlüsse sind im Prinzip die gleichen. Aber es hat einen deutlichen Performance-Unterschied gemacht. Das heißt, auch
dieses kleine Modell, wenn man jetzt tatsächlich nichts anderes auf dem Markt findet, um eben was zu probieren, kann man auf jeden Fall nutzen, um Linux einfach mal auszuprobieren. Die Raspberry Pi Foundation hat vor einiger Zeit auch eine Tastatur rausgebracht, die man ganz normal an den Raspberry Pi anschließen kann. Und irgendein pfiffiger Erfinder hat sich dann gedacht, also sprich bei denen ein Hardware-Hacker, hat sich dann gedacht, na, pass auf, dann bauen wir doch in die Tastatur auch gleich einen Raspberry Pi ein. Und dadurch ist das Modell Raspberry Pi 400 entstanden. Wie gesagt, es vereint eben die vorher entwickelte Tastatur mit einem Raspberry Pi 4 mit 4 GB RAM. Den gibt es auch nur so. Die Anschlüsse sind dieselben, die man bei einem Raspberry Pi 4 findet, mit einem Unterschied. Und zwar gibt es nur einen USB 2-Port in dem Fall. Und das hat den Hintergrund, weil die Tastatur nämlich intern sozusagen über diesen einen USB 2-Port angeschlossen ist. Das erinnert vielleicht für die meisten ein bisschen an die guten alten Zeiten, wo Computer eben noch Tastaturen waren. Um es etwas nerdiger zu machen, die Raspberry Pi Foundation hat auch ein Compute-Modell entwickelt. Compute-Modelle, da wollen wir gar nicht so super speziell drauf eingehen, weil die nämlich speziell sind, sehr klein und man kann sie eigentlich auch nicht ohne ein I/O-Board nutzen. Das I/O-Board ist dafür da, um die Schnittstellen, die eben dieses Compute-Modell bietet, nach außen zu führen. Für wen ist das aber interessant? Und zwar für Embedded-Systeme. Das heißt, NEC zum Beispiel verbaut einen Raspberry Pi in ihren Fernsehgeräten, überwiegend in Geräte, die so 24/7-Betrieb haben, um gleichzeitig einen Media-Player vor Ort oder drinnen zu haben. Da gibt es auch kein konkretes Modell, sondern dieses Compute-Modell unterscheidet sich sozusagen in dem EMMC, also sprich einen aufgelöteten Speichermodul, WLAN und Arbeitsspeicher von der Größe und ob überhaupt vorhanden ist. Und das Ganze hat dann, glaube ich, 32 Möglichkeiten, die man sich so ein Gerät eben kaufen kann. Wie gesagt, man bräuchte, wenn man es normal nutzen möchte, eben noch ein I/O-Board und dann ist man halt schnell bei dem doppelten bis dreifachen Preis von dem normalen Raspberry Pi 4. Ist auch größer von der ganzen Sache und hat nicht wirklich einen Vorteil. Deswegen, ich persönlich empfehle eben den Vierer. Ich habe es vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen. Es gibt unzählige Firmen und auch die Raspberry Pi Foundation selbst, die zum Raspberry Pi Zubehör anbieten. Das kann einmal von einem Kameramodul sein, das man eben jetzt hier auf dem Bild sieht. Das ist noch das allererste Kameramodul mit einem relativ kleinen Sensor. Es gibt mittlerweile Haiku-Modelle, wo man wirklich auch Mounting hat, sprich Objektive anschließen kann eben. Es gibt offizielle Heads, das heißt, die kann man oben auf diese 40-polige Leiste stecken. Da sind dann zum Beispiel schon LEDs verbaut, da sind Sensoren mit verbaut, um Temperatur, Feuchtigkeit zu messen, zum Teil auch Beschleunigung zu messen. Es gibt von inoffiziellen Händlern, also Händlern, die halt einfach Zubehör für den Raspberry Pi herstellen, auch ganz spezielle Boards, wie die Hi-Fi-Berry nennt sich das. Das ist sozusagen für Audiophile das Board schlechthin, weil der Audioausgang darüber eben sehr gut ist. Das sind auf diesem Board sehr gute DACs. Es gibt aber auch Boards, die dafür entwickelt worden sind, um sich zum Beispiel einen Roboter zu bauen. Das heißt, da sind Motortreiber eben drauf. Das heißt, man hat den Raspberry Pi, steckt diesen Head eben auf und kann an diesen Head direkt Motoren anschließen, muss ich sozusagen über die Stromversorgung und wie man so einen Motor eigentlich ansteuert, eigentlich nicht mehr wirklich Gedanken machen. Und dieses ganze Kramlüssel, da kann man sich mal tot suchen, das ist sozusagen diese Zubehör und das hat sich deswegen entwickelt, weil der Raspberry Pi nämlich ein was ganz Besonderes bietet, was normale PCs nicht bieten. Und zwar, das ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, diese 40-pinnige GPIO-Leiste. Ein GPIO ist
auf Deutsch gesagt nichts anderes als programmierbare Ein- und Ausgänge. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, diesen Pin auf 0 Volt, also GND, zu setzen oder auf High, das ist dann 3,3 Volt. Damit kann man dann eben zum Beispiel LEDs anschalten oder, was ich vorher eben auch schon gesagt habe, bei so einem Motorboard den Treiberbaustein sagen, pass auf, laufe jetzt, also sprich, schalte den Strom für den Motor an. Meistens sind dann aber mehr als ein Pin notwendig, einfach aus dem Grund, weil man einmal sagen muss, schalte bitte den Motor an, und der zweite Pin, den man dann dafür braucht, ist, in welche Richtung sollst du denn drehen, nach links oder nach rechts. Diese GPIOs stellen manchmal auch spezielle Schnittstellen zur Verfügung, die man vielleicht braucht. Wichtig wäre da für Temperatursensoren meistens der One-Wire-Pass, wie der Name schon sagt. Dann hat man eben einen einzigen Pin, und über diesen wird über ein spezielles Protokoll sozusagen gesendet und empfangen, was dieses Bussystem eben betrifft. Und was auch recht populär ist, gerade bei externen Breakout-Boards oder bei verschiedenen Displays als Beispiel, hat man die I²C-Schnittstelle. Die braucht dann zwei Pins, und die sind eben speziell auf Pin 3 und 5, glaube ich, habe ich mich alles täuscht, von dieser GPIO-Leiste. Und die müsste man aktivieren. Das bedeutet, normalerweise ist das ein dummer Pin, der eben High und Low kann. Und wenn man diese Schnittstelle aktiviert, dann ist es eben so, dass dieser Pin auch dieses Bus spricht. Genau. So, und warum bin ich jetzt überhaupt hier und stelle was zum Raspberry Pi vor? Es ist ja eigentlich Linux Presentation Day. Richtig. Der Raspberry Pi und die Betriebssysteme, die auf dem Raspberry Pi laufen, basieren normalerweise auf Linux oder auf Android. Normales Windows, wie man es kennt, Windows 10, Windows 11, ist auf dem Raspberry Pi nicht lauffähig, hat eben mit der Architektur von dem Raspberry Pi SoC zu tun, und zwar, er ist ja auf der ARM-Architektur, und Windows ist ja normalerweise nur für die Architekturen x86, x64 lauffähig. Hier einmal ganz, ganz kurz: Es gibt natürlich auch ganz findige Hacker, die machen sich das Ganze zur Aufgabe, um Windows für ARM auf dem Raspberry Pi lauffähig zu machen. Es gibt da mittlerweile sogar jemanden, der ein Installationsskript irgendwie auf GitHub zur Verfügung gestellt hat. Erwartet nicht, dass danach Windows da drauf läuft, sondern, und dass dann alles funktioniert. Es ist halt so, er bootet Windows und es ist toll, aber wirklich nutzbar ist es nicht. Sind die Betriebssysteme, die für den Raspberry Pi gemacht worden sind oder portiert, viel, viel interessanter. Nur als kurze Anmerkung möchte ich es trotzdem noch rannehmen. Microsoft hatte mal für den Raspberry Pi 2 und 3 ein Betriebssystem entwickelt, das hatte sich Windows IoT genannt. Es war eigentlich dafür da, dass man Windows in IoT-Geräte mitbringt und sozusagen der Community vom Raspberry Pi eben auch ein Betriebssystem bietet. Die Entwicklung von dem Ganzen ist eingestellt worden, und wie gesagt, ja, fürs Vierer ist es überhaupt gar nicht auf den Markt gekommen und läuft auch nicht. Gut. Also, wir haben jetzt gelernt, dass der Raspberry Pi eben überwiegend Linux als Betriebssystem hat, und welche Varianten gibt es da denn? Und man kann sagen, es gibt 50 verschiedene Derivate im Moment, die für den Raspberry Pi zur Verfügung stehen. Es gibt welche, die sind ganz, ganz speziell, und es gibt welche, die sind ganz normale Varianten, die man auch auf dem normalen Desktop kennt. Wir fangen einfach mal mit den normalen Varianten an. Das ist Ubuntu und Manjaro. Das kennt sicherlich jeder. Und hier hat man eben schon die Möglichkeit, das ist das, eben Ubuntu oder Manjaro auf einem normalen Pi zu probieren. Und ich hatte ja vorhin behauptet, dass man innerhalb von einer Minute eben diese Betriebssysteme wechseln kann. Und den Beweis bin ich noch schuldig, ganz klar. Nichtsdestotrotz, man sieht, es wären beide verfügbar. Dann gibt es noch eine Distribution, die nennt sich Raspberry Pi OS. Da gehe ich dann auch im Speziellen nochmal drauf ein, weil das Derivat, was eben von der Raspberry Pi Foundation entwickelt worden ist und was eben auch von denen gepflegt wird. Das Ganze basiert auf Debian als Unterbau. Und
zu den speziellen Varianten zählen zum Beispiel OSMC. Das bedeutet, das ist ein Betriebssystem, was eigentlich ausschließlich einen Multimedia-Sender zur Verfügung stellt. Das heißt, ich installiere das und boote dann eben direkt in einen Multimedia-Sender. Volumino ist was für ist ein Music-Player. RetroPie, das ist, wie der Name schon sagt, es geht ausschließlich um die Spiele-Emulation. Das heißt, ich habe mit dem Raspberry Pi dann eben einen Emulator und kann meine alten Spiele eben noch spielen, die ich vielleicht aus der Jugend her kenne oder vielleicht sogar noch ältere Spiele wie Space Invaders. Dann gibt es noch DietPi, das ist sozusagen ein super abgespecktes Betriebssystem, was eben für den Raspberry Pi entwickelt worden ist. Und für alle, und ich weiß, dass diese Frage immer wieder kommt, Kali Linux für Computersicherheit. Vergesst aber diese Portierung, weil wir sind jetzt beim Linux Presentation Day und wir wollen ja anfangen mit Linux. Da ist Kali sicherlich nicht die richtige Lösung und Wahl. Gut. Ich habe gesagt, dass wir auf dem auf Raspberry Pi OS im Speziellen auf jeden Fall auch nochmal eingehen. Und das machen wir jetzt hier auch direkt. Raspberry Pi OS ist eben von der Foundation. Und es wird in drei Versionen angeboten, nämlich einmal in Full, einmal in Normal und einmal in Lite. Die Full und die normale Version haben beide eben einen Desktop, also eine grafische Benutzeroberfläche. Und die Full-Version hat sogar noch ein paar Gimmicks mehr. Und zwar ist bei dem Mathematica zum Beispiel schon vorinstalliert, was normalerweise kostenpflichtig für normale Rechner ist. Die Lite-Version ist relativ klein und die kann aber nur headless betrieben werden. Also sprich, da gibt es keinen Desktop. Die ist dann eher vielleicht nicht zum Einstieg gedacht, wenn man jetzt, sage ich mal, Linux ausprobieren möchte, auch vielleicht für den normalen PC, wie man ihn im Alltag benutzt. Allerdings in der Community vom Raspberry Pi, viele Projekte laufen eben ohne einen Desktop, ist die natürlich sehr populär. Veränderungen am System, wie jetzt zum Beispiel die Aktivierung von diesen Bussystemen, die ich eben schon angesprochen habe, oder auch das Übertakten von dem Raspberry Pi, also sprich von der CPU, die können über die boot.config.txt vorgenommen werden. Allerdings ist es da auch so, man muss es, also ihr habt es gehört, man muss es aber nicht wissen. Die Foundation hat natürlich den Einstieg versucht, so gering und so wie möglich zu halten. Also vom Wissensstand her, es gibt da eben auch einen grafischen Konfigurator, wo man eben diese Bussysteme aktivieren kann und auch den Raspberry Pi übertakten. Wie das ausschaut, das zeige ich euch dann natürlich auf jeden Fall einmal in der Live-Ansicht. Gut, die Installation. Wir hatten vorhin ja auch ganz kurz die Hardware von dem Raspberry Pi uns angeschaut. Und wie ihr sicherlich gesehen habt, oder wie ich habe es nie erwähnt, der Raspberry Pi hat keine SDA-Schnittstelle oder SATA oder M2-Schnittstelle oder irgendwas deresgleichen. Das heißt, wie kommt denn da überhaupt, oder wo speichere ich denn mein Betriebssystem und wo oder wie boote ich das Ganze? Und da ist das Ganze etwas anders wie beim normalen Computer. Das Betriebssystem wird standardmäßig normalerweise auf eine SD-Karte geschrieben. Und da komme ich dann auch zu meiner Behauptung vom Anfang von dem Vortrag wieder. Wenn ich zwei SD-Karten habe und ich beschreibe eben sozusagen eine SD-Karte mit Raspberry Pi OS, eine mit RetroPi, eine mit Ubuntu, eine mit Manjaro, habe ich innerhalb von, wie gesagt, eine Minute die Möglichkeit, die SD-Karte herauszuziehen, eine andere SD-Karte in den Raspberry Pi einzustecken, Strom wieder anzuschalten und er startet eben das Betriebssystem, was auf dieser SD-Karte ist. Glücklicherweise sind SD-Karten nicht so teuer und heutzutage ist es eben auch so, dass der Raspberry Pi 4 auf jeden Fall und auch der 3 auf jeden Fall USB boot können. Das heißt, man muss nicht immer SD-Karten nutzen, sondern man hat auch die Möglichkeit,
einen USB-Stick dafür zu nutzen. Und ich denke, da werden die meisten genug davon zu Hause rumliegen haben, um eben was installieren zu können. Es sollte jetzt nicht das Modell sein, wo man vielleicht nur mit 5 Megabyte die Sekunde schreiben kann. Dann wird es etwas zäh, auch der Start und die Bedienung. Aber normale, gute USB 3 USB-Sticks reichen dafür vollkommen aus. Das bedeutet auch, der Raspberry Pi selbst hat kein richtiges BIOS oder UEFI, was man jetzt vom normalen Computer vielleicht kennt, was viele Leute vielleicht auch fürchten, eben um dort irgendwelche Bootloader umzustellen oder irgendwelche Menüs, sondern es ist relativ einfach. Die Grafikkarte in dem Fall bootet den Raspberry Pi und zwar schaut es als allererstes nach, ist eine SD-Karte drinnen und gibt es da was zum Starten? Und wenn nein, schaut er am USB-Stick, also an den USB-Ports, ist da irgendwas eingesteckt zum Starten und startet das Ganze eben. Also relativ einfach. Und das ist auch das, warum ich vorhin geschrieben habe oder gesagt habe, behauptet habe, dass es so einfach ist. Ich stecke einfach die SD-Karte, nachdem ich die vorbereitet habe, dort rein und er bootet, ohne was umzustellen. Die Installation funktioniert dann natürlich auch etwas anders wie bei einem normalen Computer. Und zwar gibt es dafür, und das ist das Bild auf der rechten Seite, den Raspberry Pi Imager. Den schauen wir uns gleich an, was der für Möglichkeiten bietet und würden auch einmal eine SD-Karte entsprechend beschreiben. Bei älteren Modellen, das ist jetzt auch der Weg, den wir nehmen, ist es eben so, dass wir zwingend einen anderen Computer brauchen, also deswegen dieses Windows-System, was ich ja vorhin erwähnt habe. Den Raspberry Pi Imager gibt es eben für Windows. Den gibt es für macOS und den gibt es auch für Linux. Also auch wenn man jetzt schon ein alter Fuchs und Hase in Linux ist, hat man die Möglichkeit, da drüber eben seinen Raspberry Pi fit zu machen. Bei aktuellen Modellen, also sprich beim Raspberry Pi 4, gibt es sogar die Möglichkeit, dass man den Pi im Prinzip einfach ins LAN steckt und einen Bildschirm, eine Maus und eine Tastatur anschließt und er würde sozusagen in einen vorgefertigten Pi-Imager laden und könnte darüber dann die eingesteckte SD-Karte auch installieren. Wie gesagt, das gibt es nur bei dem ganz aktuellen Modell. Bei den älteren ist es eben notwendig, dass man einen weiteren Computer hat. So, jetzt haben wir noch einen wichtigen Punkt. Das ist nämlich sicherlich bei vielen Anleitungen im Internet mittlerweile auch ganz veraltet. Und das ist mir wichtig, dass ich es vorher einmal sage. Der Raspberry Pi bzw. Raspberry Pi OS wurde früher immer mit einem Standard-User ausgeliefert und zwar mit, der hat sich PI genannt. Dieser User entfällt bei aktuellen Images. Das bedeutet, es ist kein User angelegt. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich den Pi Imager nehme, um das Ganze zu installieren, habe ich die Möglichkeit beim Pi Imager direkt einen neuen Benutzernamen anzulegen. Mit Passwort natürlich logischerweise. Wenn ich einen anderen Imager benutze, zum Beispiel Etcher, fällt mir jetzt ad hoc ein, oder Win32 Disk Imager auch als super Oldschool-Alternative, ist es so, dass ich auch ganz normales Betriebssystem eben schreiben kann. Dann begrüßt mich aber sozusagen beim ersten Start der Pi mit diesem wunderschönen Login-Prompt, also Create User, und dann muss man eben dort als allererstes einen User und ein Passwort eingeben und dann hat man das Ganze eben auch erledigt. So. Das waren erstmal die wichtigsten Punkte zu Raspberry Pi OS Imager und was es für eine Veränderung eben gegeben hat, weil gerade in den alten Anleitungen, oder in Anleitungen, die man im Internet findet, ist eben oft die Rede von Pi und als Passwort Raspberry. Und natürlich, wenn ihr was anderes eingegeben habt, egal ob beim Imagen oder eben dann, wenn ihr beim ersten Start das Ganze eingetragen habt, müsst ihr natürlich eure eigenen Benutzernamen nehmen. Gut, falls jetzt tatsächlich das Ganze funktionieren sollte, würde ich sagen, probieren wir einmal.
Ja, oder geht, doch geht. Den Raspberry Pi Imager. Wie ihr seht, so schaut das Gerät aus. Man hat einmal die Möglichkeit, hier ein OS zu wählen. Wenn man da draufklickt, wird einen automatisch das Standardbetriebssystem Raspberry Pi OS 32-Bit als Desktop-Version sozusagen vorgeschlagen. Das ist eben sozusagen die mittlere Distribution, ist nicht full, also das heißt, Mathematica ist hier in dem Fall nicht dabei, aber eben der grafische Desktop. Klicke ich hier drauf, würde dann sozusagen kurz vor dem Schreiben des Image auf die SD-Karte dieses Betriebssystem vom Internet heruntergeladen. Ich habe aber auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, wenn ich hier klicke, habe ich die Möglichkeit, Raspberry Pi OS Full auszuwählen oder auch die Version Lite. Und ihr seht anhand der Downloadgröße, oder es ist relativ klein, die Lite-Version hat 0,3 GB zum Download, die Full-Version 2,7. Genau. Ganz aktuell gibt es auch ein Raspberry Pi OS 64-Bit. Das ist dann eben nur für die ganz aktuellen Raspberries. Das steht auch hier hinten, mit welchem das Ganze kompatibel ist, weil die einzigen Pis sind, die einen 64-Bit-fähigen Prozessor haben. Ich hatte vorhin ja auch populäre Linux-Distributionen noch angesprochen, die man eben auch installieren kann. Und natürlich kann man immer auf die Internetseite gehen und sich dort das Image auch herunterladen, auch bei Raspberry Pi OS. Aber man hat auch hier unter Other General Purpose OS die Möglichkeit, eben zum Beispiel Ubuntu oder Manjaro auszuwählen, um eben damit die Installation zu starten. Auch möglich sind wir bei dem Media Player. Hier gibt es eben Volumino und OSMC. Es gibt auch noch LibreELEC. Auch das ist eben sozusagen von ein Kodi Entertainment System. Und bei diesen Game-Emulatoren, wie gesagt, gibt es RetroPie. Das ist halt das, was ich jetzt persönlich am meisten kenne. Es gibt noch RecalBox und Lucca. Sagt mir persönlich nichts. Kann man aber natürlich einfach mal installieren, probieren und schauen, wie das Ganze eben läuft. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, ein eigenes Image sozusagen auszuwählen, wenn man jetzt nicht eins hier auswählen möchte. Das werden wir jetzt auch einfach mal tun. Und warum? Weil ich es nämlich schon heruntergeladen habe und es ist auf meinem PC. Das heißt, ich muss es nicht nochmal laden. Ich bin bei mir in meinen Images sozusagen und hier habe ich das ganz aktuelle Raspberry Pi OS Bullseye. Das ist vom 6.9., also knapp eine Woche alt. Wenn ich hier auf Open gehe, sieht man auch, dass dieses Image hier mit reingenommen worden ist. Euch wird dann auch direkt angeboten, eine SD-Karte auszuwählen oder halt ein USB-Medium. Hier ist bitte darauf zu achten, wenn ihr dieses Medium wählt, zweimal denken, einmal klicken. Wenn ihr nämlich beispielsweise eine USB-Festplatte dran habt, wo ihr eure Datensicherung drauf installiert habt, als Beispiel, kann es passieren, dass es eben auch hier angeboten wird. Interne Laufwerke werden normalerweise ausgeblendet, sieht man bei mir ja auch nicht, aber alles, was extern über USB an dem Rechner dranhängt, kann sein, dass er anbietet und dann wäre es natürlich schlecht, wenn ihr euch eure Datensicherung von eurem normalen PC überschreibt. Wenn man das Ganze jetzt so auswählt, bei einem Raspberry Pi OS, sieht man hier unten auch gleichzeitig noch ein kleines Zahnrad. Und da klicken wir jetzt mal drauf, weil über dieses Zahnrad haben wir nämlich Möglichkeiten, den Raspberry Pi sozusagen vorab Informationen mitzugeben, die dann auch schon aktiv sind oder eingestellt sind, wenn man den Raspberry Pi das erste Mal startet. Hier in dem Fall erstmal den Hostnamen. Der heißt jetzt bei mir einfach mal TestPi. Man kann den SSH-Server direkt aktivieren, falls man eben über die Konsole sich mit dem Raspberry verbinden möchte. Die Konsole schauen wir uns später auch noch mal ganz kurz an, trotz Linux Presentation Day. Aber auch das ist, finde ich persönlich, die Konsole gehört zu Linux, deswegen sollten wir mal einen kurzen Blick reinwerfen.
Hier hat man die Möglichkeit, den Benutzernamen und ein Passwort zu setzen. Ich bleibe jetzt einfach mal bei PI als Benutzername, aber ihr könntet auch einfach Demo, Test, Mensch, keine Ahnung, oder euren normalen Benutzernamen reinnehmen. Ihr müsst dann auch ein Passwort eben noch festlegen zu diesem User. Und ihr habt hier auch schon die Möglichkeit, eure WLAN-Daten mit einzutragen. Das heißt, ihr klickt auf Wi-Fi einrichten, dann tragt ihr eure SSID ein. Das ist jetzt beispielsweise meine. Und dann euer Passwort. Das wäre bei mir jetzt noch hinterlegt. Ihr habt dann auch noch, ihr solltet oder müsst zwangsweise auch noch zum Beispiel das Wi-Fi-LAN auswählen. Das Ganze hat eben was damit zu tun, welche Frequenzen genutzt werden können von dem WLAN-Modul. Und dann hättet ihr eben sozusagen hier DE. Weiterhin könnt ihr auch gleich die Spracheinstellungen festlegen. Das heißt, das ist das Tastaturlayout und die Zeitzone. Das hat eben den Hintergrund, wenn man das Ganze einrichtet, dass man, falls man später wirklich mal mit der Tastatur was tippt, eben zum Beispiel Z und Y so hat, wie es bei der deutschen Tastatur ist, von den Sonderzeichen mal ganz abgesehen. Unten ist es eben nur so, dass man ein Tonsignal, wenn er fertig ist, bekommt und dass eben das Medium ausgeworfen werden soll, sprich sicher entfernt. So. Und man hat die Möglichkeit, als Opt-in sozusagen Telemetriedaten an die Raspberry Pi Foundation zu senden, wenn man das möchte. Wir speichern das Ganze mal, haben unsere Voreinstellungen getroffen. Wie gesagt, Benutzername ist PI, Hostname war ja TestPi und wenn ich dann sozusagen mit allem fertig bin, klicke ich auf Schreiben. Er warnt mich nochmal, dass auf diesem USB-Gerät, was ich jetzt hier angeschlossen habe, wo ich drauf schreiben möchte, auch wirklich alle Daten gelöscht werden. Das möchte ich natürlich und dann klicke ich auf Schreiben. Und man wird erkennen, er schreibt jetzt sozusagen dieses Image auf die SD-Karte. Was danach passiert ist eben, nachdem er geschrieben hat, er verifiziert auch diese Daten nochmal. Das heißt, dass die Daten, die geschrieben worden sind, auch wirklich die Daten sind, die sein sollen. Und wenn er damit dann fertig ist, spuckt es eben aus. Gut. Das Ganze führen wir jetzt nicht komplett durch, weil ich habe natürlich was vorbereitet. Wir gehen jetzt in unserem Vortrag erstmal weiter. Und zwar geht es zu dem Raspberry Pi OS. Man sagt immer, oder Linux allgemein, der Anfang ist schwer. Das mag vielleicht so sein oder man mag es vielleicht so empfinden, weil Linux nämlich eigentlich kein Windows sein möchte. Und das ist eigentlich was Wichtiges. Der Computer kann normalerweise klassisch bedient werden, sprich Maustastatur, es gibt ein Fenster, es gibt einen Browser. Aber es ist nicht alles bei Linux so wie bei Windows. Und so offen muss man reingehen. Man muss was Neues lernen wollen, weil ansonsten fällt einem der Umstieg schwer. Und wenn man es immer nur mit Windows vergleicht, ist man tatsächlich nur am Schimpfen und hat eigentlich gar keinen Spaß dabei. Wie gesagt, Raspberry Pi OS ist so für mich sozusagen das einfachste OS-System. Es ist auf Debian-Basis, also man hat auch eine konkret gute Basis darunter. Man kann es eben auf dem Pi probieren und man hat die Möglichkeit zu basteln. Man kann Einstellungen machen. Man kann vielleicht auch in der Konsole später irgendwelche Befehle eingeben, wo man sich nicht hundertprozentig sicher ist, was sie machen. Zerschießt sich das System und imaget halt das Ganze neu und steckt die Karte dann wieder rein und fängt halt bei Null an. Aber man hat eben sozusagen die Möglichkeit. Man hat auch die Möglichkeit, das System als Desktop-Ersatz zu nehmen. Da möchte ich aber bedenken, dass es natürlich ein Einplatinencomputer ist und die Geschwindigkeit nicht vergleichbar mit einem normalen PC. Nichtsdestotrotz, man kann surfen, man kann E-Mails bearbeiten, man kann sich auch LibreOffice zum Beispiel installieren und da drinnen Briefe schreiben, man kann drucken, also wirklich ganz normal wie ein normales Betriebssystem. Und die Programminstallationen sind sehr einfach. Es gibt eben auch da ja einen Applikationsmanager, der das Ganze eben entsprechend für euch durchführt oder euch unterstützt. Und wie sieht das Ganze jetzt aus? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir haben vorhin unser Image richtig zu Ende geschrieben. Er hat gesagt, das ist ganz toll, das ist verifiziert. Du darfst die SD-Karte gerne rausnehmen aus deinem Lesegerät und wir stecken diese SD-Karte in unseren Raspberry Pi ein, haben die WLAN-Daten eingegeben oder stecken ihn an LAN an und geben ihm Strom.
Wie sieht dann das Betriebssystem von dem Raspberry Pi OS aus? Und zwar so: Ich mache das Ganze jetzt über Remote Desktop. Das ist tatsächlich ein normaler Pi, und zwar ein Vierer mit 8 GB RAM. Und der erste Start ist dann sozusagen so: Das erste, was man erkennt, ist, dass man direkt im Betriebssystem ist und dass man gar keinen Benutzer eingeben musste und gar kein Passwort. Das ist bei der Pi Foundation oder bei diesem Raspberry Pi OS eben voreingestellt, dass es ein Auto-Login gibt. Und deswegen wird diese Abfrage eben nicht durchgeführt. Jetzt gehen wir einfach mal ganz kurz die Leiste da hier durch. Und ich habe ja vorhin gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, über eine grafische Oberfläche schön Sachen einzustellen. Und das schauen wir uns jetzt alles gemeinsam mal an. Also hier dieses kleine Raspberry-Symbol ist sozusagen die Möglichkeit, ein Menü zu öffnen, wo man eben seine Programme darunter findet. Einmal zum Beispiel den Chromium-Browser, das wäre auch dieses kleine Teil hier. Dann gibt es den VLC-Player, der vorinstalliert ist. Es gibt einen Image-Viewer. Es gibt ein Terminal, da gehen wir später auf jeden Fall auch nochmal drauf ein. Es gibt einen grafischen Window-Manager, mit dem man sozusagen grafisch navigieren kann. Müsste Pac-Man sein, wenn mich nicht alles täuscht, der da im Hintergrund läuft. Man hat hier über Preferences noch die Möglichkeit, eben seine Auflösung einzustellen. Da und zu den restlichen Punkten kommen wir gleich. Auf der rechten Seite, das ist jetzt in dem Moment das VNC-Symbol, weil ich ja über Remote auf diesem Desktop bin. Ich habe hier drüber die Möglichkeit, Bluetooth einzuschalten und Bluetooth-Geräte zu koppeln. Ich habe hier rüber die Möglichkeit, jetzt diese zwei Pfeile bedeuten, dass ich per LAN drinnen bin. Ich habe aber auch die Möglichkeit, mich mit einem WLAN sozusagen zu verbinden, was auch immer bei uns in der Gegend so aktiv ist. Wie gesagt, das war ja mein WLAN. Ich habe hier rüber die Möglichkeit, die Soundausgabe zu beeinflussen. Wenn ich Rechtsklick drauf mache, kann man eben auch sagen, wo der Sound rauskommen soll. Nachdem ich jetzt an dem Raspberry Pi, den ich gestartet habe, keinen Bildschirm angeschlossen habe, sagt er mir eben sozusagen nur diesen 3,5 Zoll Klinke. Wenn ein Bildschirm dran ist, würde mir hier eben auch HDMI anbieten. Auf der rechten, ganz rechts, habe ich eben einfach nur das Uhrensymbol. So. Was ich vorhin noch angesprochen habe, was wir übersprungen haben, war unter Preferences einmal der Punkt Raspberry Pi Configuration und einmal Recommended Software. Wir gehen als allererstes mal auf die Configuration und hier öffnet sich ein kleines Fenster mit ein paar Einstellungen, die wir A schon mal getroffen haben, B jetzt schon auch was davon gehört haben. Und zwar, wir haben einmal die Möglichkeit, das Passwort für den aktuellen User zu ändern oder den Hostnamen, den hatten wir ja eingestellt gehabt schon bei der Installation. Wir haben hier die Möglichkeit zu sagen, wo soll denn der Raspberry Pi hinbooten, auf den Desktop oder eben auf eine Command Prompt. Das würde bedeuten, ob er eben warten soll, bis er eine zum Starten, ob er warten soll, ob er bis er eine Netzwerkverbindung hat. Der Splash-Screen ist sozusagen dafür da, um am Anfang entweder ganz viele tolle Sachen anzuzeigen oder halt einfach nur ein Bild. Ich habe hier noch die Möglichkeit, Screenblanking einzustellen. Das bedeutet, er tut nach einer Periode eben den Bildschirm ausschalten und zwar schwarz. Wenn ich irgendwo schwarze Ränder habe, habe ich über Underscan die Möglichkeit, eben diese zu entfernen. Unter Interfaces, das hatten wir vorhin schon ganz kurz, habe ich eben die Möglichkeit, einmal den SSH-Server ein- und auszuschalten. Hier in dem Fall habe ich auch die Möglichkeit, den VNC-Server ein- und auszuschalten. Das heißt, wenn ich den jetzt ausschalten würde, käme ich über VNC nicht mehr auf den Rechner. Ich habe eben die Möglichkeit, andere Bussysteme wie OneWire und iQuadraC einzuschalten. Unter Performance habe ich die Möglichkeit, sozusagen der GPU RAM zuzuweisen, also sprich der Grafikeinheit sozusagen mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung zu stellen. Ein
Overlay-Filesystem bedeutet, man kann den Raspberry Pi tatsächlich auch so konfigurieren, dass er immer so startet, wie man ihn jetzt verlässt. Das heißt, ich tue irgendwas machen, das schreibt er dann nicht direkt auf die Festplatte oder nicht ins Betriebssystem, sondern schreibt es temporär auf eine TempFS-Partition. Und wenn ich den Raspberry Pi ausmache und wieder starte, sind alle Änderungen weg. Das ist immer ganz schön, wenn man jetzt zum Beispiel ja, in der Schule ist, und die Leute da drauf was arbeiten und man möchte, und die machen irgendwas kaputt, ne, was ja passieren kann, das soll ja eben was probieren. Und sagt, okay, ich komme nochmal weiter, schalte den Pi aus, schalte den an und er startet eben genauso, wie er vorher war. Und unter Locations hat man die Möglichkeit, eben die Zeitzone, Keyboard und die Sprache zu setzen und auch nochmal, das war das, was wir vorhin gemacht haben, die Möglichkeit, das Wireless LAN zu setzen, in dem Fall jetzt zum Beispiel Deutschland. Genau, diese Möglichkeiten habe ich in der grafischen Oberfläche und unter dem Punkt Recommended Software. Das Ganze wird jetzt einen Moment dauern, weil er updatet jetzt Packages, zeigt er eben auch an, Programme, die normalerweise von dem normalen Desktop, der jetzt auch hier drauf installiert ist, zusätzlich installiert wären, wenn ich die Full-Variante direkt einmal bei der Installation ausgewählt habe. Und da ist zum Beispiel dann auch LibreOffice dabei, da wäre dabei Mathematica, wo es auch immer mit drunter ist, und der Programming ist Mathematica mit drinnen. Und ich habe dann eben einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, pass auf, ich möchte LibreOffice haben, ich klicke es an, klicke auf Apply und dann lasse ich ihn halt entsprechend erst einmal rödeln. Wir machen das Ganze jetzt natürlich nicht. Nichtsdestotrotz hat man eben die Möglichkeit, so Sachen zu installieren. Und zwar die, die normalerweise bei der Full-Version dabei sind. Natürlich gibt es auch beim Raspberry Pi die Möglichkeit, hier über Add Remove Software als Beispiel verschiedene Software zu installieren. Jetzt in dem Fall, wenn ich Firefox suche, kann sein, dass es auch einen Moment dauert. Wie gesagt, das ist ein Raspberry Pi und kein normaler Rechner, bietet er mir eben alle Möglichkeiten an. Und hier könnte ich als Beispiel jetzt den Firefox ESR, also den Extended Support Release, auswählen und dann eben, da sehe ich auch, wie groß die Downloadgröße ist, anklicken und mit Apply sozusagen installieren. Genau. Das einfach mal ganz kurz zu der grafischen Oberfläche vom Raspberry Pi OS. Gut, gehen wir mal weiter. Ich habe gesagt, wir sind zwar beim Linux Presentation Day, und da ist es auch so, dass wir natürlich viel auf der grafischen Oberfläche uns bewegen, weil wir natürlich Linux erstmal kennen wollen, lernen wollen. Allerdings ist es so, dass die Kommandozeile sozusagen in Linux eigentlich das Mittel der Wahl ist, um das Betriebssystem trotzdem, ja, zu bedienen. Also zumindest ist es meine erste Wahl. Ich habe viele Projekte, die haben gar keinen Desktop. Das heißt, ich bin ausschließlich in der Konsole. Und so gibt es eben auch Programme in Linux, die ausschließlich in der Konsole zu finden sind, die gar keine grafische Oberfläche haben. Ich sage immer, die Kommandozeile ist das Schweizer Taschenmesser und die Lernkurve ist am Anfang sicherlich steil, aber sie lohnt sich, weil man danach A, das Betriebssystem viel, viel schneller verwalten kann. Man kommt überall hin, wo man möchte. Viele Anleitungen im Internet, wenn man sich irgendwas nachbauen will oder irgendwas, die beziehen sich eben auch auf Konsolenbefehle. Und so kann man sich eben auch mit dem Raspberry Pi in der Konsole, sage ich mal, anfreunden. Man kann viele Sachen probieren. Wenn man irgendwas kaputt gemacht hat, muss man sich keine Gedanken machen darüber, dass ich jetzt Mist, das Betriebssystem kaputt gemacht habe, aber irgendwie auf einer anderen Partition sind ja eigentlich auch meine normalen Daten noch, die ich für die Schule, fürs Studium oder privat eben brauche. Die Überlegungen habe ich einfach alle gar nicht, sondern ja, dann habe ich es halt kaputt gemacht, ich image es neu und probiere es erneut. Am Anfang ist es immer zu empfehlen, Cheat Sheets zu nutzen.
Das wäre jetzt zum Beispiel sowas hier. Und man kann sich dann eben ein paar Befehle sozusagen anschauen, was die tun, weil wenn ich jetzt das erste Mal eine Konsole offen habe, weiß ich ja nicht, was ich eingeben soll. Und über solche Cheat Sheets hat man eben doch definitiv die Möglichkeit, die Konsole besser kennenzulernen. Als Beispiel jetzt hier, ls listet alle Dateien in diesem Ordner. Mit a hinten dran auch die versteckten. Oder mit pwd zeige ich, wo bin ich denn aktuell, in welchem Verzeichnis befinde ich mich denn eigentlich. Und so kommt man natürlich immer mal weiter. Man kann vielleicht auch darüber vieles verstehen, warum jetzt jemand sagt, gib mal uname-a ein, damit ich Informationen habe, wenn du eine Frage hast. Damit wird eben zum Beispiel die Kernel-Release-Info ausgegeben. Das sind eben so Punkte, darüber kann man sich das Ganze mal anschauen. Bei Ubuntu-Users, das ist auch sehr zu empfehlen. Ubuntu basiert ja auch auf Debian, also viele Anleitungen, viele funktionieren dort eben auch, wenn man sich die durchliest und sind dann auch auf Raspberry Pi OS übertragbar. Nicht hundertprozentig sicherlich, aber zum Verstehen von Linux, um vielleicht auch mal eine Änderung zu machen, sind die super. So, nehmen wir dieses Cheat Sheet mal weg und wir haben ja uns ja gerade zwei Befehle angeschaut, ls, lsa, pwd und auch diesen uname-a. Wenn ich jetzt sozusagen noch einmal unseren Raspberry Pi aufmache, habe ich hier drüber ja, das hat man vorhin schon, die Konsole. Und die ist sicherlich für euch sehr klein. Ich probiere die etwas größer zu machen. Jawohl. Und das ist eben sozusagen die Konsole der Command Prompt, wie auch immer man es nennen mag. Und wir geben jetzt mal dieses ls, was auf diesem Cheat Sheet gestanden war, ein. Und wir erkennen auch tatsächlich, A, er gibt uns eine Rückgabe, in dem Fall, was denn alles in diesem Verzeichnis, wo wir uns gerade befinden, ist. Und wenn ich ls-a eingebe, das war ja das, was der zweite Befehl eben dort war, sehe ich einmal alles und zwar auch versteckte Dateien. Und wie man direkt sieht, vielleicht jetzt so, gut, ich weiß es aber, wie man vielleicht erkennen kann, man kennt Desktop, Desktop ist hier, man kennt aber Punkt, VNC zum Beispiel, Punkt Config, Punkt Cache. Man sieht, versteckte Dateien in Linux werden anscheinend mit einem Punkt eingeleitet. Jetzt sehe ich aber leider nicht, in welchem Verzeichnis ich mich befinde. Hier gibt es ja nur so ein kleines Tilde-Symbol. Und da hatten wir ja den Befehl pwd. Das heißt, ich lasse mir anzeigen, in welchem Verzeichnis ich aktuell bin. Und wie in Debian, Linux, wie auch immer, wahrscheinlich in allen Linux-Versionen üblich, befinde ich mich im Home-Verzeichnis und dann unter meinem User, den hat mir ja vorhin angegeben, der hat sich PI genannt. Und dass man es vollständigkeitshalber jetzt einfach mal eingegeben hat, wir hatten vorhin ja gesehen, was uname-a macht und auch hier kriegen wir sozusagen eine Rückmeldung mit dem, was wirklich auf diesem Cheat Sheet gestanden war. Und zwar den Informationen vom Kernel. Das soll es jetzt auch von meiner Seite zur Konsole gewesen sein. Wichtig für mich ist, habt bitte, bitte keine Angst, die zu nutzen, was zu probieren, gerade beim Raspberry Pi. Wir hatten es ja vorhin gerade, mache ich was kaputt, weil ich irgendwas eingegeben habe, was ich erst nicht verstanden habe und dann gesehen habe, dass es nicht gut für mein System war, dann installiert es halt einfach neu, ohne dass ihr euch Gedanken machen müsst über eure Daten. Gut, das war es jetzt als allererstes mal zur Präsentation. Und ich hatte ja gesagt, ich möchte das nicht so trocken machen und jetzt aufhören, sondern was ist denn mit dem Raspberry Pi alles möglich? Da gehen wir jetzt relativ kurz durch. Einmal wegen der Zeit geschuldet und der zweite Punkt ist eben, es gibt am Samstagabend auch nochmal einen konkreten Vortrag von mir zu meinen Projekten, deswegen hier nur im Kurz. Was man hier sieht, ist, das sind meine allerersten Schritte, die habt ihr vielleicht, die werdet ihr dann später vielleicht auch durchführen. Gut, vielleicht nicht so, aber
Sicherlich auch irgendwie. Ich habe hier einen Temperatursensor aufgebaut, der ist an den Pi angeschlossen. Und auf der rechten Seite habe ich mich das allererste Mal, deswegen habe ich da ein Foto gemacht, weil ich nicht mal wusste, wie ich einen Bildschirmscreenshot mache, sozusagen ein Bild davon gemacht, wie ich einen Befehl eingebe von diesem Bussystem und tatsächlich auch einen Temperaturwert, und zwar in dem Fall 21,125 Grad, zurückbekomme. Ich war stolz wie Bolle. Und danach sind diese Projekte sozusagen eskaliert. Ihr seht hier einen Raspberry Pi mit einer selbstentwickelten Platine, und der steuert sozusagen komplett mein Außengehege, wo eben, und da kommen wir ganz zum Anfang vom Vortrag wieder zurück, meine Schildkröte wohnt, weil alle meine Projekte beziehungsweise ich durch meine Schildkröte zu Linux gekommen bin. Der ist eben dafür da, Wärmelampen und noch hast du nicht gesehen zu steuern, dass man es einfach nur mal sieht. Die Platine mit dem Raspberry Pi, wo eben auch Raspberry Pi OS als Betriebssystem läuft, und links eben eingebaut in einem Installationskasten, dass man es auch draußen tatsächlich nutzen kann. Schildkröten müssen auch in Winter oder halten auch Winterstarre. Man sieht hier einmal das ja, Stände von diesem Winterquartier, der ich eben gebaut habe. Ganz links etwas chaotisch, rechts schon etwas aufgeräumter. Die 230 Volt Schiene davon, die über den Pi auch gesteuert wird, links nochmal, und ganz rechts dann das ganz aktuelle Modell. Ich habe auch einen Pi sozusagen für eine Kamerasteuerung genutzt. Darüber werde ich auch am Samstag dann mal sprechen, wie ich denn da Systemd-Unit zum Beispiel geschrieben habe. Also ja, sowas wie eine Auf wie ein Dienst bei Windows, keine Ahnung, vielleicht vergleichbar, nur dass man was sich darunter vorstellen kann. Was man auch, deswegen diese kleinen Pis, auch die habe ich benutzt. Das ist zum Beispiel hier jetzt ein Zero-W. Das linke unten, was man erkennt, ist ein USB-Stick, der auseinandergerupft worden ist und eben sozusagen der USB-Anschluss direkt rangelötet. Und hier ist ein Kameramodul. Und für was habe ich das gemacht? Das ist eigentlich immer was, was ich ganz schön finde und jetzt hier eigentlich auch gerne nochmal ansprechen mag. Das Ganze ist einem NIS-Kasten verbaut. Darauf läuft ein spezielles Linux-basiertes System, das nennt sich MotionEye. Das ist nichts anderes wie eine Überwachungskamera, die sieht man vielleicht auf diesem Laptop-Bildschirm. Und darüber kann man sich sozusagen anschauen, was in diesem NIS-Kasten passiert. Und ich hatte dieses und letztes Jahr, also letztes Jahr hatte ich Besuch da drinnen, dieses Jahr sogar zweimal. Und zwar sind da Meisen eingezogen. Die haben auch Eier gelegt auf der linken Seite. Weiß nicht, ob das so super erkennbar ist, aber wenn man etwas ranzoomt vielleicht, sieht man auch die Eier. Die sind schon recht prall und eins ist auch geschlüpft. Die Mama ist etwas ungläubig da links daneben. Und rechts daneben sieht man dann eben auch eine Aufzeichnung davon. Die sind eben von 2021, wie die ganzen Kelche aufgehen, wenn die Mama reinkommt. Das ist schon ein paar Tage älter, wo sie eben Hunger haben und gefüttert werden wollen. So, und dass ich es nicht in die Länge ziehe, kommen wir zum Fazit. Für mich ist der Raspberry Pi eben, wie gesagt, der ideale Einstieg. Man kann, ohne dass man sich Gedanken machen muss, was kaputt zu machen an seinem normalen System, was vielleicht an die eigenen Daten eben rangeht, spielen, probieren, alles Mögliche tun. Und im Prinzip gibt es eigentlich keine Ausreden mehr, sich jetzt mit Linux zu befassen. Selbst Tux sieht man ja, das Maskottchen von Linux, in seinem neuen Gewand. Mal gucken, ob das vielleicht irgendwie später mal was Offizielles wird. Gut, und dann würde ich jetzt sagen, auch wenn die Zeit etwas fortgeschritten ist, wenn ihr Fragen habt, bin ich natürlich da. Ich höre dich. Ich höre dich. Ja.
So, zack, jetzt hört man mich nämlich auch im Stream. Nee, also generell Fragen gibt es erstmal keine. Vielen, vielen Dank für deinen sehr spannenden Vortrag. Das mit den Nistkästen am Ende fand ich auch sehr, sehr witzig. Genau. Ja, ansonsten vielen, vielen Sehr Dank. schön. Bitte gerne. Das wäre es für die Kieler Linux-Tage bzw. den Linux-Presentation Day für heute gewesen. Dann geht es ab morgen um 10 Uhr weiter. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Kommen, entweder live vor Ort oder online, hybrid. Und Stefan, dir vielen, vielen Dank für den Vortrag jetzt. Bitte gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns alle morgen wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.